Und wieder mal recht herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir flogen für eine Woche auf die kanarische Insel Lanzarote. Unser Hotel befand sich im südwestlichsten Punkt von Lanzarote in Playa Blanca. Wir hatten ein Bungalow mit tollem Ausblick aufs Meer und auf Fortventura, auf die nächste Insel. Hier kann man sich erholen. Und die Uferpromenade lädt zu langen Spaziergängen ein. 200 Meter weg vom Hotel befindet sich der Playa Flamingo Strand, ein wunderschöner, künstlich aufgetürmter Sandstrand. Jetzt im Dezember hatten wir allerdings nicht so tolles Wetter. Wir hatten viel Bewölkung und auch hin und wieder einen Regenschauer. Aber dafür sind die Temperaturen gigantisch. Wir hatten tagsüber 22 bis 24 Grad und nachts kam die Temperatur niemals unter 17 Grad. Außerdem wollen wir die Insel erkunden und dafür hatten wir auch einen Mietwagen für die ganze Woche gebucht. Playa Blanca, auf Deutsch Weißer Strand, war ehemals ein Fischerdorf und heute ein Touristenzentrum im Süden von der Kanareninsel, und zwar der viertgrößten Kanareninsel Lanzarote. Der Ort besitzt einen großen Yachthafen und nebendran noch eine alte Ruine. Vom Hafen aus gibt es auch tägliche Fährverbindungen auf die Nachbarinsel Fortventura. Castillo de San Marcial de Rubicón de Femes. Leider ist die Festung heute geschlossen und man kann sie nur von außen besichtigen. Einwohner hat die Stadt ungefähr 15.000 und ist ein netter kleiner Ort, gerade für Urlaub richtig, wenn man sich erholen will. Viele Restaurants und Bars gibt es entlang der Uferpromenade. Meine Idee ist jetzt, die Insel zu erkunden und euch 17 tolle Orte der Insel zu zeigen, darunter auch viele Geheimtipps. Dabei zeige ich euch tolle Videoaufnahmen und meine eigenen Fotos, die ich damit gemacht habe. Los geht's mit Nummer 2 von der Insel, der Papagayo-Strand. Einer der schönsten Strände hier. Klares Wasser, toller Strand, einfach nur herrlich. So, jetzt sind wir auf den Stränden von El Papagayo. Neben Playa Blanca. Drei wunderschöne Strände. Hier schöner Sandstrand, zwischenrein immer Klippen und hier ist es wunderschön. Und es hatten nicht so viele Leute jetzt im Dezember, aber im Sommer muss es hier auch kein Geheimtipp mehr sein. Es ist schon voll, also die ganze Zeit. Ganz toll, empfehlenswert, aber die Straße hierher, die ist eine Katastrophe. Entschuldigt den Originalton vor Ort, denn hier geht immer ein strenger Wind und dadurch haben wir schlechte Qualität. Die Strände hier sind wunderschön, vor allem der Sand. Und wer die Algarve-Küste kennt, das ähnelt hier genauso wie in Portugal. Auf jeden Fall lohnenswert und wer einen Geländewagen besitzt, dem macht auch die Straße nichts aus. Fahrt ans südlichste oder südwestlichste Ende, an den Leuchtturm Faro de Punta Pejiguera. Laut der spanischen Luftfahrtbehörde ist hier auf Lanzarote der einzige Punkt hier, an dem ich meine Drohne starten kann. Und Weiterfahrt an einen super tollen Spot, und zwar El Golfo. El Golfo ist ein kleiner Küstenort im Südwesten von Lanzarote. Er hat 172 Einwohner und ist wegen seiner Fischrestaurants sehr beliebt bei Touristen. So Leute, wir sind in El Golfo. Hier direkt der Küstenort auf der Westseite der Lanzarotischen Insel. Und dahinter ist der grüne See, den besuchen wir jetzt gleich noch. Ja, ganz interessant, eine grüne Lagune, allerdings Naturschutzgebiet. Und nicht für jeden, da kann niemand reinspazieren. Sehen wir uns gleich nochmal. Ein grüner Vulkankratersee,
inmitten eines schwarzen Sandstrands. Das Wasser hier ist salzig, da der See unterirdisch mit dem Meer verbunden ist. Leider war es sehr stürmisch und daher hatten wir auch keine guten Fotomotive, aber ich habe das Beste versucht. Man sollte hier abends herkommen, wenn die Sonne untergeht, dann hat man das beste Licht, das sich hier in dem Kratersee spiegelt, aber auch die Strukturen der Felsen sind dann phänomenal. Auf jeden Fall sehenswert und ich würde sagen, ein Ausflug wert. Vierter Punkt, Los Hervideros. Schön angelegte Pfade durch die schroffe, zerklüftete Steilküste. Hier kann man in vielen Nischen die Kräfte der Natur auf sich wirken lassen. Wo der Atlantische Ozean an der Westküste von Lanzarote mit ganzer Macht auf die Vulkanklippen von Los Hervideros prallt, erlebt man fantastisches Naturschauspiel. Los Hervideros besteht aus zwei Höhlensystemen, die eine natürliche Säule trennt. Wörtlich ist der Name Los Hervideros mit dem Namen auf Deutsch Kochtöpfe zu übersetzen. Nur ein paar Kilometer weiter, die Salinas de Ranubio. 1895 wurde hier mit dem Bau oder Abbau der Salzgewinnungsanlage begonnen. In den 70er Jahren wurden hier im Jahr ca. 10.000 Tonnen Salz abgebaut. Da alles nicht maschinell, sondern mit der Hand abgebaut wird, ist es heute nicht mehr rentabel. Oberhalb gibt es ein kleines Restaurant, wo man einen schönen Ausblick über die Salinas hat. Und ich kann hier auch das Salz direkt kaufen. Sechster Punkt, La Guerilla. Eigentlich kaum vorstellbar, aber hier wächst einer der tollen Weine auf Lanzarote. Weinanbaugebiet. Hier ringsrum sind immer so halbkreisförmige Steinbuchten und dort befindet sich ein Weinstock. Der Weinstock hat fast nie Regen und es ist aber immer eine gewisse Feuchtigkeit in der Erde von der Lavaasche. Also einzigartig gibt es nur hier auf Lanzarote diesen Weinanbau. Tatsächlich. Tagsüber ist die oft meterdicke Schicht aus Vulkanasche ein Speicher der Sonnenwärme, die nachts Feuchtigkeit aufnimmt, und zwar über den Tau. Und die Steine ringsherum verhindern, dass der Wind die Pflanze austrocknet. Es gibt hier viele verschiedene Bodegas, also Familienbetriebe des Weinanbaus. Und hier kann man auch wunderbar eine Weinprobe ausprobieren. Wir haben natürlich auch gleich eine Flasche mitgenommen und abends gut genossen. Der Wein ist hier auch nicht ganz besonders billig, da die Weinreben alle von Hand geerntet werden. Auf jeden Fall ein tolles Ausflugsziel, kann ich nur empfehlen. Nächster Stopp, ein Vulkan, der Montaña Colorada. Das ist hier dieser Berg Montana Negra und hier gibt es verschiedene Vulkan- oder was gesagt Lavabomben, die es der Vulkan ausgespuckt hat. So, wollen wir mal eine fotografieren. Anscheinend soll das ein roter Berg sein. Ich sehe hier bloß keinen roten Berg. Der hier ist nicht rot, der ist braun. Wir laufen mal weiter und lassen uns überraschen. Und hier ein attraktiver Vulkankegel von einzigartiger Färbung, eine rötliche Lapilli, für den er den populären Namen Colorada erhält. Und hier eine vulkanische Bombe, früher ausgestoßen aus dem Vulkan, über die Luft geschleudert und vom Wind rundlich abgeschliffen. Beeindruckend, denn dieser Vulkanbrocken ist mindestens 3 bis 4 Meter hoch. Der Weg hier ist gut beschildert und es gibt auch einen schönen Rundweg um diesen Krater.
Und vor allem, das Ganze ist kostenlos. Ja, und jetzt zu einem der Höhepunkte auf Lanzarote, der Timanfaya Nationalpark. So, Timanfaya Nationalpark. Wir stehen jetzt hier schon anderthalb Stunden und warten, bis wir oben in den Eingang rein können. Katastrophal. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das anders überlegt. Naja, jetzt mal gucken, was uns erwartet. Also ein ganz guter Tipp wäre, wenn ihr recht früh morgens, und zwar ab 9.30 Uhr, bitte zu diesem Nationalpark fahrt und nicht mittags. Der Park beruht auf einer unterirdischen Lavablase und hier sind schon ab 2 bis 3 Meter Tiefe mehr als 300 Grad Celsius. Und hier der Grill, nicht mit Holzkohle, sondern von der Lava, von der Hitze. Was ihr auf jeden Fall nicht versäumen müsst, ist eine Busrundfahrt. Das Gebiet des Timanfaya Nationalparks, das wir jetzt besuchen, Las Montañas del Fuego, liegt im Südwesten der Insel und nimmt einen kleinen Teil der 172 Quadratkilometer großen Fläche ein, die mit vulkanischem Gestein bedeckt ist, das von den Ausbrüchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt. Zwischen 1726 und 1730 herrschten starke Erdbeben und unterirdisches Grollen, das bei den Einwohnern Panik hervorrief. Auf der Suche nach Schutz begaben sich diese nach Tigise und Arrecife. Der Ausbruch begann gegen Ende des Sommers 1730, am Abend des 1. September. Die Ereignisse von damals sind in den Chroniken eines außergewöhnlichen Augenzeugen niedergelegt worden, dem Pfarrer von Yaiza, Andrés Lorenzo Cobero. Er erzählt, zwischen 9 und 10 Uhr abends öffnete sich mit einem Male in der Nähe von Timanfaya, nur 2 Meilen von Yaiza, die Erde. Während der ersten Nacht erhob sich ein gewaltiger Berg aus dem Schoß der Erde, und aus seinem Gipfel entflohen Flammen, die 19 Tage lang brannten. Das war der Anfang des wichtigsten vulkanischen Prozesses in der Geschichte der Kanaren. Er währte 6 Jahre mit wechselnder Intensität und wurde gezeichnet von Lavaflüssen mit einer Temperatur von mehr als 800 Grad und gewaltigen Ascheregen, die alle Anzeichen von Leben auslöschten. Ein absolutes Muss und ein Höhepunkt von Lanzarote. Ich würde jedem diesen Park nur empfehlen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch für die lange Wartezeit. Und noch ein Geheimtipp hier am Rande. Die Las Grietas Spalten. Einzigartige Felsstrukturen von Lavastrom ausgewaschen. Die Entstehung. Nach einem Vulkanausbruch braucht die heiße Lava etwa ein Jahr, bis sie vollständig abgekühlt ist. In dieser Zeit bricht die Lavadecke immer wieder auf und es entweichen Gase. So entstehen kleine und große Risse in den Lavaspalten. Tiefe Risse werden Vulkanspalten genannt. Auf Spanisch Grietas. Auf jeden Fall entstehen hier tolle Aufnahmen, erinnert wie in Amerika an einen Nationalpark. Sonntagsausflug nach Teguise. Teguise gilt als eine der schönsten Städte von Lanzarote, vor allem die Altstadt. Viele kleine Parks mit Palmen und Blumen hier sind wunderschön geschmückt. Es gibt eine große Anzahl von älteren Gebäuden, aber auch ein Museum. Vor allem die Kirche ist nett anzuschauen. Besonders sonntags steppt hier der Bär. Da ist Markttag. Fast überall in der Stadt stehen Stände. Einst kamen Händler aus ganz Lanzarote zusammen
Heute sind es überwiegend Nordafrikaner, die versuchen, ihre Ware an die Touristen zu verkaufen. Tegise gilt als alte Hauptstadt. Sie war nämlich Hauptstadt bis 1850. Danach wurde die Stadt Arrecife die Hauptstadt. Hier das Castillo de Santa Barbara, heute ein Museum. Und nun die wahre Hauptstadt von Lanzarote, Arrecife. So, wir sind in Arrecife, direkt am Hafen, und zwar das kleine Hafenbecken. Ihr seht hier kleine Boote. Wenn Flut ist, sind die im Wasser. Wenn keine Flut oder Ebbe ist, dann sind die auf dem Grund, dann liegen die auf dem Grund. Wir haben jetzt steigende Flut gerade, also haben die Wasser unterm Kiel. Arrecife beherbergt heute über 60.000 Einwohner. Knapp die Hälfte aller Lanzarotenos. Hier ein netter Spaziergang rund um den Hafen mit schönen Restaurants und Aussichtspunkten. Hier das Castillo de San Gabriel, eine schöne kleine Festung. Zur alten Furt gelangt man über eine alte Brücke mit großen Pflastersteinen. Ein schöner kleiner Ort, der entschleunigt und wo man einen Kaffee gemütlich in einem Restaurant trinken kann und den Leuten zusehen kann. Ach ja, und rechts liegt noch die Barca Fantasma, ein Schiffswrack. Ausflug an den längsten Strand von Lanzarote, die Playa de Famara. So, wir befinden uns in Famara auf der Westseite der Insel Lanzarote. Ein Wahnsinns-Surferparadies für die ganzen Leute hier, die kommen hier wahrscheinlich. Heute ist Mittwoch, Donnerstag und das ist alles voll, der Strand ist total voll. Interessant anzuschauen, naja, also ich würde jetzt nicht surfen, dafür bin ich nicht geeignet, aber gibt es viele Leute, die das wohl gerne tun. In den letzten Jahren ist Famara zu einem Hotspot geworden für zahlreiche Surfer aus aller Welt. Der Strand ist auch als Hawaii Europas bekannt. Ja, und bitte entschuldigt meine Aussprache. Ich war stark erkältet in der ganzen Woche über. Hatte immer Schnupfen und Halsweh und Husten. Leider. Hier noch ein Hotspot, und zwar ein kostenloser. Die Ciudad Estratificada. So, wir befinden uns in Stratfield City. Das ist hier noch ein unbekannter oder nicht so bekannter Ort hier auf Lanzarote, nördlich von Arrecife. Ein ganz toller Ort mit tollen Felsstrukturen, allerdings alle relativ porös. Ich sollte eigentlich gar nicht groß rankommen. Es steht zwar noch nicht unter das Naturschutzgebiet, hier fahren auch alle Leute rein, hier juckt es keinen. Aber ich würde mal sagen, tolle Strukturen, da seht ihr jetzt auch noch ein paar tolle Bilder davon. Die Natur hat hier tolle Bauwerke erschaffen, die man erkunden kann. Die bestehenden Formen und Farben können auch aus einem Gemälde von Dalí stammen. So unwirklich ist es hier. In der Mitte hier fühlt man sich wie auf der Oberfläche eines fremden Planeten. Weiter nach Norden, und zwar hoch hinaus. So, wir stehen jetzt hier Mirador del Rio.
Das ist wieder eine Aussichtsplattform hier von Cesar Manrique. Und ja, wir gehen jetzt gleich mal rein. Schauen wir mal, was es Tolles gibt. Servus. Gracias. Eine hier in Stein geschlagene Aussichtsplattform mit Restaurant. Natürlich erbaut von Cesar Manrique, der Künstler, Architekt und Bildhauer, der die Insel prägte in den 70er und 80er Jahren, hat hier in schwindelerregender Höhe ein tolles Bauwerk erschaffen, das mit Blick auf La Graciosa, die Insel nebenan, dass man hier eine grandiose Aussicht genießen kann. Einer der höchsten Punkte der Insel, und es geht hier bis über 400 Meter tief hinunter. Wenn's geht, kommt morgens vorbei. Mittags sind hier viele Busse da, da wimmelt's nur von Leuten. Auf jeden Fall ein Muss, wenn man auf Lanzarote ist. Erstmal eine Erfrischung zu uns nehmen, an einem der fruchtbarsten Orte der Insel, Aria. So, jetzt sind wir in Aria. Also schreibt man Haria, sagt man aber Aria. Ein Ort der 1000 Palmen hieß es hier. Naja, wir gucken uns mal das Zentrum an, wie es ausschaut. Auch zu diesem Ort gibt es sogar eine Sage. Erzählt wird, dass immer wenn in Haria ein Mädchen geboren wurde, eine Palme gepflanzt wurde. Bei der Geburt eines Jungen wurden zwei Palmen gepflanzt. Ein netter kleiner Ort. Im Frühjahr ist es vielleicht besser, dann gibt es doch mehr Blüten. Weiterfahrt an einen recht stacheligen Ort. So, wir befinden uns hier in Jardim Cactus, irgendwo hier an der Nordseite der Insel. Hier gibt es den Schwiegermuttersitz, wenn ihr den hinter mir seht. Aber hier ist mal auf jeden Fall ein netter Kaktusgarten, auch wieder angelegt von Cesar Manrique. Richtig gesagt, Cesar Manrique. Es gibt von diesem Cesar Manrique sehr viele Bauwerke, Museen. Sein eigenes Haus hat er zum Museum umgewandelt. Allerdings haben wir das alles ausgelassen, weil dort viel zu viele Touristen waren. Der Kaktusgarten befindet sich in einem ehemaligen Steinbruch, in dem Vulkanasche abgebaut wurde. Und an der Windmühle wurde früher Mais gemahlen. So, und zum letzten Ziel, die Playa de Caleta del Mero, ein wunderschöner Strand. Südöstlich vom nördlichsten Punkt Orsola liegt dieser atemberaubende Strand. Weißer Sand und schwarzes Lavagestein, was für ein Kontrast. Ein pittoresker Strand im Norden Lanzarotes, der neben surrealen Felsformationen eine unglaublich schöne Dünenlandschaft birgt. Achtung beim Baden, es hat hier wahnsinnige Strömungen und manchmal auch hohe Wellen bei Flut. Und das war mein Film von Lanzarote. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, gebt mir ein Like oder einen Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, gebt mir zwei Daumen nach oben. Und wenn ihr meine Filme weitersehen wollt, dann bitte abonniert doch meinen Kanal. Dann verpasst ihr keinen mehr. Am besten noch mit der Glocke drücken. Danke fürs Zusehen. Bis dann, euer Markus Heine.